Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir werden heute probieren, das erste Mal Bilsenkrautbier zu machen. Mit alten Zutaten, mit Gargel und Sumpfporst. Also sehr traditionell die Zutaten zu wählen, die auch vor dem Reinheitsgebot oft im Bier drin waren. Vielleicht nicht in der Kombination, aber auch. Und ich hoffe, es gelingt. Wir werden benutzen getrocknetes Pilsenkraut. Erkennt man sehr schön. Man kann immer alles benutzen. Theoretisch könnte man auch die Samen nehmen. Auch hier sind wirksame Alkaloide drin. Im Kraut aber auch. Wir haben anstelle von Gargel eine andere Myrica-Art, und zwar Myrica pennsylvanica. Circa 5 Gramm. Und wir werden Sumpfporst benutzen. Dies sind ungefähr 3 Gramm getrocknet. Das sind unsere Bierwürzen. Ich gehe davon aus, dass wir nochmal ein bisschen am Geschmack arbeiten werden. Und deswegen auch nochmal ein bisschen Hopfen. Nicht irritieren lassen, so viel nehmen wir nicht. Ein bisschen Hopfen aus Pellets nehmen. Hallertauer Tradition 6,5% Alpha. Weiterhin für unsere Vorwürze werden wir ganz klassisches Malz nehmen. Pilsener Malz. 4 Kilo. Geschrotet. Kann man sich so im Internet relativ leicht bestellen. Und wir haben nochmal ein Päckchen Pilzhefe. Um nachher dann natürlich auch den Zucker in Alkohol wandeln zu können und die Gärung einleiten zu können. Ja, also ich bin sehr gespannt. Für mich ist das auch das erste Mal Bilsenkrautbier zusammen mit einer Myrica-Art und Sumpfporst. Und ich freue mich drauf und hoffe, dass wir getreu unserem Motto Bier soll schmecken und wirken nachher ein schönes Ergebnis bekommen. Und das möchte ich mit dir jetzt hier verfolgen. Ja, wir beginnen jetzt auf unsere Einmaischtemperatur zu kommen von 38 Grad Celsius. Benutzen ganz klassischen Warmhaltetopf bzw. Kochtopf, wie man ihn für Glühwein und auch Suppen irgendwie benutzen kann. Und ziehen das Wasser jetzt erstmal auf 38 Grad hoch, was für unser Maischverfahren beim Pilsener Malz üblich ist. So, wir haben jetzt 18 Liter und warten auf unsere 38 Grad. Dann machen wir mit dem Einmeischen weiter. Okay, wir haben 38 Grad erreicht. Hängen jetzt unseren Maischesack rein. Das hat einfach nur den Vorteil, dass wir nachher nicht so viel Zeug hier drin schwimmen haben und das besser ablaufen lassen können. Und beginnen unser Einmaischverfahren. Eigentlich unter ständigem Rühren, aber das geht nicht, weil mein Kameramann halt hinter der Kamera ist. So, jetzt
Gerät hoch auf 52 Grad und will diese Temperatur bis zur ersten Raste erreichen. Das ist der Schritt. Unsere Temperatur von 52 Grad ist jetzt erreicht. Erste Rast, 20 Minuten. In der Zeit trinke ich ein Bier. Die erste Rast, die Eiweißrast, ist vorbei. Und wir fahren jetzt auf 63 Grad hoch zur zweiten Rast. Kein großes Hexenwerk, bisschen Rühren zwischendrin, dann läuft die Nummer. Jo, jetzt haben wir, geht schon wieder runter, unsere 63 Grad erreicht. Das heißt, wir gehen in die zweite Rast rein. Erste Maltose-Rast von Zucker, B-Amylase heißt das, glaube ich. 50 Minuten halten wir das jetzt, rühren ein bisschen und denken, dass das alles ganz gut wird. Unsere zweite Rast ist jetzt 50 Minuten alt und damit richtig, hoffen wir. Jetzt gehen wir in die dritte Rast, die sogenannte A-Amylase. Also fahren die Temperatur auf 72 Grad hoch und halten sie dann nochmal irgendwie für 15 Minuten. Und parallel haben wir mal spaßeshalber mal irgendwie eine kleine Probe genommen, um gleich mal so die Zwischenstammwürze einfach zu messen. Das muss jetzt nochmal runterkühlen auf 20 Grad. Ist noch nicht so weit. Machen wir nebenher. So. Nach der zweiten Rast, also unserer ersten Zuckerrast, haben wir eine Stammwürze von 13, 20 Grad, 13 gemessen. Und ich glaube, das entwickelt sich ganz gut. Insofern, jetzt kommen wir nochmal ein bisschen weiter. Also, was für die Leute, die bisher sich im Heimbrauen noch nicht so firm fühlen, was immer sehr sinnvoll ist, ist auf alle Fälle ein Brauprotokoll. Da werden alle Mengen aufgeschrieben, alle Zeiten aufgeschrieben. Das ist sinnvoll, um möglicherweise Fehler zu vermeiden oder Sachen zu korrigieren, wenn man das einfach normal macht. Dann kann man nachlesen, was habe ich denn damals getan, woran könnte gelegen haben, dass es zu bitter ist, zu wenig Alkohol kommt und so weiter und so fort. Egal, alles Mögliche. Insofern meine Empfehlung, tatsächlich machen. Die Dinger gibt es auch so als Blanko-Dinger im Internet auf alle Fälle. Oder in den einschlägigen Werken Bier selber machen und so. Gut, also Brauprotokoll. Die zweite Rast ist jetzt abgeschlossen. Unsere 50 Minuten bei 63 Grad ist natürlich je nach Zusammensetzung des Malzes immer unterschiedlich. In unserem Fall eben Pilsener Malz, deswegen gehen wir jetzt hier nach diesem Rezept vor und machen das so. Ansonsten, da kann sich jeder informieren, irgendwie im Internet oder in den einschlägigen Büchern, gegebenenfalls auch im den Fachhändler seines Vertrauens fragen, die haben meist auch Rezepte, die sie mitschicken. Es liegt nachher an der Malzmischung und an dem, was man haben will. Wir haben heute ja einfach Pilsener Malz genommen, weil wir einen Pilz machen wollen. Und insofern dieses Rezept für diese Malzmischung. Zweite Rast abgeschlossen. Wir fahren jetzt hoch auf 72 Grad, Entschuldigung, um dann zur dritten Rast zu kommen, der A-Amylase, wie sie heißt, also die letzte Verzuckerungsrast, bevor wir dann irgendwie in die weiteren Prozesse mit Abläutern und Ähnlichem gehen, abmischen.
Eiweiß muss abgeschöpft werden. Eignet sich sowas hier. Und wenn man dann so vorsichtig reingeht, werden die Eiweißbruchstücke irgendwie hier schön gesammelt. Das kann man dann leicht ausspülen. Und den Prozess zwei, dreimal wiederholen. Vielen Dank für meinen Kameramann, auf den auch nochmal ein großes Prost und vielen, vielen Dank. Ich bin mir echt unsicher, ob ich während dieses Prozesses nicht mehr Bier trinke, als ich wirklich herstelle. Es liegt ein bisschen an meiner Leidenschaft. Ne? Auf alle Fälle glaube ich, dass hier wieder was Gutes entsteht. Und das Pilsenkrautbier muss man, glaube ich, auch erstmal ein bisschen vorsichtiger probieren als unsere ganz klassischen normalen Industriebiere, die natürlich auch ihre Vorzüge haben. Wir wissen, woran wir sind. Bis denn. Dritte Rast ist erreicht, 72 Grad, machen wir jetzt nochmal 15 Minuten. Jetzt bringen wir das hier auf Abmaischtemperatur von 76 Grad. Ich will auch schon mal eine kleine Jodprobe machen, um zu gucken, ob die Stärke im Zucker umgewandelt ist. Und dafür nehme ich so eine kleine Probe. Braucht man Jod? Und sehe, dass es sich quasi nicht violett färbt. Das heißt, naja, ein bisschen können wir, glaube ich, noch mal nachlegen, so für 10 Minuten vielleicht. Aber das heißt, dass wir eigentlich ja, die Stärke fast vollständig umgewandelt haben in Zucker, was wir auch wollen. Und wir machen noch mal 10 Minuten, halten wir es jetzt auf 76 Grad und dann läutern wir das ab. Also sprich, wir filtern es und kommen dann in die nächsten Stufen.